Hallöchen. Ich möchte heute endlich eure Fragen beantworten. Ich glaube, ich habe im Juli euch gebeten, eine Frage zu stellen oder die Fragen zu stellen, die euch interessieren. Und der August war irgendwie so voll, dass ich erst jetzt dazu komme, dieses Video aufzunehmen. Aber die Fragen sind hoffentlich noch aktuell. Ich werde mir jetzt eine nach der anderen vornehmen und sie bestmöglich beantworten. Wenn es da noch Fragen gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt ja, im August einfach viel zu tun gehabt mit dem Selbstliebe-Schnupperkurs und auch jetzt weiterhin mit dem Selbstliebe-Intensivkurs, der jetzt dann im Oktober rauskommt. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox, falls ihr daran teilnehmen wollt. Der Schnupperkurs ist kostenlos, könnt ihr einfach schauen und euch ja liebevoll verwöhnen mit den einzelnen Lektionen. Genau, und jetzt komme ich mal zur ersten Frage. Und zwar ging es darum, wie sich das anfühlt, wohnungslos zu sein, beziehungsweise wie das funktioniert. Ja, wie fühlt sich das an? Also erstmal möchte ich kurz zu den faktischen Dingen sagen, auch für die, die vielleicht gar nicht wissen, worum es hier geht. Ich war im Februar bis April war ich in Thailand und habe da gemerkt, dass ich nicht mehr in mein altes Leben zurück kann und nicht mehr in der Stadt leben will, sondern im Grünen auf dem Land und habe dort meine Wohnung untervermietet, weil ich, wenn ich als ich zurückgekommen bin, mich nicht darum kümmern wollte, das alles aufzulösen. Ich hatte ja sowieso eine Kündigungsfrist und die ist jetzt im September sozusagen fällig. Also Ende des Monats ziehe ich aus und deswegen steht auch der ganze Monat da unter dem Stern, dass ich meine Wohnung auflöse, dass ich alles weggebe, fast alles. Und dann bin ich wirklich wohnungslos. Also im Moment war ich auch nicht in meiner Wohnung, aber sie war halt noch im Hintergrund und ich bin mal gespannt, ob das auch so einen Unterschied dann vom Gefühl her gibt. Ja, so das sind so die Fakten. Also ich bin jetzt seit Anfang Mai quasi unterwegs und ja, kann da das schon leben, was ich mir gewünscht habe. Ich war jetzt 4 Monate fast nur auf dem Land oder auf irgendwelchen Festivals, ab und zu mal in Leipzig. Aber es fühlt sich richtig gut an, das wirklich auch schon zu machen, was ich mir gewünscht habe, was ich mir so viele Jahre gewünscht habe. Und am Anfang kennt ihr vielleicht noch dieses Video mit dem Schwachsein. Da musste ich erstmal so reinfinden in die ganze Situation. Dazu kam meine Angst, nicht willkommen zu sein und irgendwie darum zu bitten, ob ich irgendwo wohnen kann, fiel mir auch schwer. Und sieht jetzt nach 4 Monaten einfach ganz anders aus. Ich habe ganz viel Großzügigkeit erlebt. Vielen Menschen, denen ich erzähle, dass ich wohnungslos umherreise, bieten mir an, bei sich unterzukommen. Und so hat sich dann eine Etappe nach der nächsten ergeben. Ich habe jetzt auch erstmal so bei Freunden gewohnt. Das wollte ich schon immer machen. Also so Freunde, die ich schon immer besuchen wollte, wo dann aber im Alltag immer keine Zeit für ist, das habe ich halt jetzt mal gemacht. Und habe da total viele Leute kennengelernt. Ich habe ganz viele verschiedene Arten von Zusammenleben kennengelernt, sodass mir auch immer klarer wird, was ich für mich auf Dauer mir wünsche. Das, was ich gerade noch habe, womit ich mich auseinandersetze, da werde ich dann auch noch mal ein Video zu machen, ist der Glaubenssatz, dass ich ein Parasit bin. Ich hatte den in Thailand schon mal bei den Schweigetagen, die wir dort gemacht haben, mit Tobias, Ramona und Nikolai, da gibt es auch Videos dazu. Da kam das schon mal ganz stark raus und ich glaube, das ist so ein wichtiger Satz, auch in unserer heutigen Gesellschaft. Menschen, die nicht konventionell arbeiten, ja, dürfen wir überhaupt in dieser Gesellschaft sein? Oder sind wir dann Parasiten? Ich habe da neulich auch mit einer Freundin drüber gesprochen und die meinte, der Unterschied ist halt, dass ich weiß ja wirklich gerade nicht wohin und ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie jemanden ausnutzen will, sondern ich erlebe das immer so,
dass es für beide eine Win-Win-Situation ist. Ja, dass ich dort auch ganz viel mit hinbringe, dass die Leute sich total freuen, großzügig sein zu können, etwas geben zu können. Also das ist wirklich in den Menschen angelegt. Wahrscheinlich nicht in allen, aber alle, die ich jetzt getroffen habe. Und eine Freundin hat mir auch noch den Tipp ganz am Anfang in dieser Krise gegeben. Sie war nämlich auch wohnungslos unterwegs ganz lange. Und sie hat gemeint, Kathi, mir hat es geholfen, als ich mir 2, 3 Leute gesucht habe oder wusste, da kann ich immerhin, egal was ist. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht, dass ich einfach 2, 3 Freunde habe, wo die gesagt haben, Kathi, du kannst jederzeit zu mir kommen, bei mir ist immer Platz für dich. Und das so im Hintergrund zu haben, hat mir geholfen, einfach loszulassen. Und jetzt hatte ich zum Beispiel gerade so eine Situation, wo ich quasi bis einen Tag vorher nicht wusste, wo ich am nächsten Tag sein werde, wo ich da ankommen konnte. Ich wusste nur, ich muss von diesem Platz weg. Und wo gehe ich am nächsten Tag hin? Und ich war aber total ruhig in mir und ich wusste, irgendwas wird passieren, irgendwas wird sich finden. Und das ist für mich voll die Wahnsinnsentwicklung, diese Ruhe zu haben und diese Gewissheit zu haben, dass irgendwas passieren wird. Und dieser Glaubenssatz, den ich lange, viele Jahre hatte, dass ich unter der Brücke lande, wenn ich nicht jeden Monat für meinen Unterhalt sorge, der kippelt so langsam. Ich will nicht sagen, dass er weg ist, aber ich führe ihn jedes Mal, wenn ich wieder an einen neuen Ort komme und wieder einen Schlafplatz habe, wird er ad absurdum geführt und somit löst er sich nach und nach durch die Erfahrung auf. Also ich kann ja sagen, dass es sich richtig schön anfühlt und ich liebe es auch gerade so zu reisen und unterwegs zu sein, neue Orte kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, ich lerne total viel, ich werde immer flexibler und das, was im Buddhismus so ein Kernpunkt ist, dass das Leben veränderlich ist, dass das Leben Veränderung bedeutet, das kann ich dir total bestätigen und ist was ich gerade sehr lerne. Es gibt manchmal so einen Teil, der gerne irgendwo schon ankommen möchte, aber es gibt einfach gerade noch keinen Ort für mich. Und von daher halte ich mich an dem fest, was halt da ist. Und es bin ich. Also ich bin die Konstante in meinem Leben. Beziehungsweise verändere ich mich natürlich auch, aber ich bin immer für mich da und ich bin an jedem Ort. Ich nehme mich an jeden Ort mit. So. Und bis ich irgendwann einmal diesen Ort gefunden habe. Und dann, wie funktioniert das ganz praktisch? Ich frage entweder Freunde oder bekomme es angeboten. Ich war jetzt auch ab und zu bei Festivals und irgendwie ergibt sich immer die nächste Station. Manchmal weiß ich das schon ein bisschen langfristiger, manchmal ist es ganz spontan, wo ich hingehe. Also jetzt ist zum Beispiel, also den September, der ist sehr klar, dass ich da in Leipzig bin, um meine Wohnung aufzulösen. Ich werde auch noch mal 2 Wochen in meiner Wohnung sein. Das habe ich mit meinen Untermietern jetzt so vereinbart. Das macht die ganze Sache leichter. Und aber danach weiß ich zum Beispiel nicht, wie es weitergeht im Oktober. Ja, und so ist es gerade Stück für Stück, dass ich da immer mehr Gelassenheit bekomme. So. Genau, und ja, ich frage entweder Leute oder es wird mir angeboten und so ergibt sich dann meine Route, meine Tour. Genau. Die nächste Frage ist, wie ich mir die Zukunft vorstelle, ob ich wieder einen festen Wohnsitz haben will, in Deutschland sein will, was ich arbeiten will und wie ich das Ganze hier finanziere. Viele Fragen auf einmal von einer Person. Ich werde mal nach und nach die so durchgehen. Also Zukunftsvorstellung. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich habe gerade keine Ahnung, wie meine Zukunft aussehen wird. Das ist ein ziemlich geniales Gefühl. Ich hatte immer eine große Vision. Die gibt es zurzeit nicht. Dadurch lebe ich sehr im Hier und Jetzt. Und das ist voll der Wahnsinn. Ich habe gestern schon mal an derselben Stelle hier gestanden
Dann fing es auch an zu regnen und ich musste abbrechen und jetzt ist es wieder. Das ist jetzt, die ganze Zeit hat die Sonne geschienen, jetzt fängt es an zu regnen. Ich mache mal weiter, solange es geht. Zukunft, ja. Ich weiß irgendwie die nächsten ein, zwei Wochen, was passiert. Und dadurch, das ist total spannend, erlebe ich gerade, wie das Leben entsteht. Von der Idee bis zur Umsetzung ist ein so kurzer Zeitraum, dass ich wirklich nah dran bin an dem Leben. So, ich merke auch, dass es mir zurzeit so, so gut geht, weil ich einfach sehr intuitiv handeln kann, weil ich nicht in irgendwelchen Zwängen drin stecke, weil ich mich sehr frei gerade bewegen kann. Und ja, das ist ein ziemlich abgefahrenes Gefühl. Ich kann damit gerade gut leben, dass ich nicht so weit in der Zukunft weiß, was passiert. Es gibt immer wieder einen Teil, der sehr in die Zukunft vorauseilt und es gerne wissen möchte, was dann im Winter ist, wo ich dann sein werde und so. Oder wann ich endlich einen Platz für mich finde und wo der sein wird und so. Doch der ist sehr gering, also beziehungsweise ich bemerke den, aber ich kann ja halt eh nichts machen, weil ich es nicht weiß. Ich kann nicht so weit in die Zukunft gerade irgendwas planen. Ja. Fester Wohnsitz. Ja, ich möchte gerne wieder einen festen Wohnsitz, aber ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Also bisher habe ich noch keinen Platz gefunden, wo ich dachte so, ja, da will ich bleiben. Und ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland sein wird. Tendenziell bin ich offen für die ganze Welt, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich in Deutschland bleiben werde, weil ich einfach ein Familienmensch bin, weil ich hier sehr viele liebe Freunde habe und da auch einfach den nahen Kontakt mir weiter wünsche. Und dieses im Ausland sein, glaube ich, mehr so für die Wintermonate oder einfach mal so als zwischendurch. Aber so eine Base, so eine Basis zu haben, das stelle ich mir schon in Deutschland vor. Genau. Dann die Arbeit. Ich bin ja, für die, die es nicht wissen, habe viele Jahre als Heilpraktikerin gearbeitet und habe Anfang des Jahres diesen Titel abgelegt, weil ich gemerkt habe, ich bin da, stecke mich da selbst in eine Schublade rein, die mich irgendwie einengt. Und ich wollte einfach mal sehen, was passiert aus mir heraus, einfach so, ohne dass ich jetzt in einen bestimmten Begriff mich packen muss. So, ne? Weil ich auch, da gibt es auch Videos zu, Anfang des Jahres halt gemerkt habe, ich habe die Liebe zu meiner Arbeit, ich habe die Liebe zu meinem Leben verloren. Und deswegen kam dieser ganze Prozess überhaupt ins Rollen, weil ich liebe meine Arbeit, aber die Art und Weise hat einfach so sehr meine Existenzängste getriggert, dass ich das nicht mehr wollte, dass ich denen nicht mehr dienen wollte. Und jetzt ist es so, dass ich ja mir selber Dinge so aus mir heraus schöpfe, wie ich halt jetzt zum Beispiel die Videokurse gemacht habe, wie ich die Videos hier für YouTube mache. Ich habe jetzt schon 2 E-Books geschrieben, die sind noch nicht rausgekommen, aber die werden auch demnächst rauskommen. Ein Rezept-E-Book über zuckerfreie Desserts und ein 6-Schritte-Plan, wie du aus dem Zuckerkonsum, aus der Zuckersucht aussteigen kannst und ein zuckerfreies Leben, Zucker im Sinne von alles, was nicht Obst und Gemüse ist, also Obst ist. Das wird demnächst auch rauskommen und das sehe ich im Moment als meine Arbeit. Ich glaube schon, dass ich, wenn ich wieder einen festen Ort habe, dass ich dann auch wieder mit Klienten arbeiten werde, Familienausstellungen machen werde, weil ich merke, das mag ich einfach total gerne. Und ich sehe meine Arbeit auch sehr in den Retreats, die ich ja mache. Im November nochmal ein Fastenretreat, im Sommer hatten wir das Meditationsretreat. Alle Infos findest du in der Infobox. Und das ist sozusagen so das, was ich im Moment mache. Und da baut sich gerade auch immer mehr auf, weil ich merke, ich möchte gern mit Menschen zusammenarbeiten, also auch im Team etwas leiten, etwas anbieten für Menschen, die sich vernetzen wollen, die Selbsterfahrung machen wollen, die im Bereich Gesundheit und Ernährung sich vernetzen und weiter
entwickeln möchten. Und da sehe ich irgendwie gerade so mein Herz für schlagen und versuche jetzt einfach in der Zeit, die ich so habe, die quasi diese Phase, ich weiß ja noch nicht, wie lange sie geht, da kommen wir zu dem Punkt Finanzierung, also wie lange reicht mein Geld, damit ich mich so ausprobieren kann. Und ich hoffe einfach, dass das so lange reicht, mein Geld, beziehungsweise dass immer was dazukommt, sodass ich mir in der Zeit ein Leben kreiert habe, wo ich nicht das Gefühl habe, ich arbeite, sondern was einfach aus mir heraus geschöpft ist. Ich weiß, das klingt jetzt sehr unkonventionell vielleicht und auch utopisch. Und ich gehe aber gerade für diese Utopie, weil ich einfach merke, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich finde das gut, so frei entscheiden zu können über meine Zeit. Und finde es gut, irgendwie zu wissen, okay, ich mache dann einen Retreat, das sind dann diese 10 Tage, wo ich mich darauf einstelle, an einem bestimmten Ort zu sein. Den Rest der Zeit kann ich dann mit anderen Dingen verbringen. Ja, und das ist so meine Arbeit, wie ich mir das so vorstelle. Ja, also dass ich aus diesem klassischen, wo ich ja auch noch nie drin war, weil ich mein Leben lang selbstständig war und mir schon immer meine Zeit selber einteilen konnte, aber einfach auch dieses Ortsunabhängige, das ist irgendwie gerade in den letzten Jahren noch mehr dazugekommen. Gut, dann die Finanzierung. Ich habe es schon eben so ein bisschen angedeutet. Wie finanziere ich das gerade? Also einerseits habe ich etwas Erspartes, wo ich aber zum Glück noch gar nicht ran musste, weil ich durch verschiedene einzelne Teile immer wieder was verdiene oder Geld auf mein Konto kommt. Das ist ja so mein Traum, dass ich einfach die Dinge mache, die ich tue und immer wieder Geld auf meinem Konto landet, ohne dass ich da groß drauf achten muss. Und da habe ich einmal die Coachings oder Patienten, die ich begleite, wo ich Coachings gebe per Skype oder auch an den Orten, wo ich gerade bin. Dann haben wir ja diese Retreats gegeben, da kommt jetzt noch nicht so viel Geld rein, weil wir noch viel investieren und das im Aufbau sich befindet, aber ich denke, von Mal zu Mal finden wir da auch bessere Strategien, damit auch mehr Geld übrig bleibt. Dann habe ich mittlerweile auch Menschen, die mir über Patreon Geld geben. Ich danke allen dafür. Es ist wirklich irgendwie, kam gerade wieder jemand dazu und es ist ziemlich unglaublich, dass Menschen mir freiwillig, weil sie einen Mehrwert aus dem sehen, was ich hier auf YouTube mache, was ich in die Welt gebe, dass sie sich dafür revanchieren wollen von sich aus und ihnen das ein Bedürfnis ist, mich zu unterstützen. Und das rührt mich sehr. Genau, dasselbe über PayPal. Menschen, die mir über PayPal was spenden, einfach, dass ich ja hier weiterhin Videos machen kann und die das unterstützen wollen, die da einen Nutzen von haben. Habe ich noch was? Ja, nee, ich glaube, das. Genau, und dann möchte ich halt, wie gesagt, diese Videokurse machen. Wo ich halt sozusagen Content, also Infos, praktische Tipps rausgebe und dann da oder die E-Books, die dann kommen werden, und da versuche ich mir halt immer mehr was aufzubauen. Genau, das ist so die Finanzierung. Was war noch? Sport und Bewegung. Was ich da so mache und wie ich dazu stehe. Also ich bin Mensch, ich brauche viel Bewegung. Bei mir ist jetzt lustig, wenn ich jetzt sage, spazieren gehen, aber ich gehe irgendwie jeden Tag spazieren, 1-2 Stunden, oder ich fahre Fahrrad, ich liebe es, Fahrrad zu fahren. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich viel gejoggt bin, regelmäßig. Das ist zurzeit nicht so. Ich glaube, das ist so ein bisschen diesem ständigen Ortswechsel geschuldet, aber vielleicht ist das auch nur eine Ausrede und ich mag gerade einfach nicht joggen, aber das ist auch sowas, wo ich so gemerkt habe, ja, das gibt mir Kraft, da spüre ich meinen Körper und ist mir ein inneres Bedürfnis. So, aber ich bin jetzt nicht so ich komme schon eher aus der Richtung Couch Potato und deswegen
ist es für mich wichtig, dass ich Sachen mache, die mir echt Freude machen, wie zum Beispiel das Fahrradfahren oder einfach spazieren gehen. In der Natur sein. Genau. Und als letztes habe ich nochmal die finanzielle Situation, aber ich glaube, die habe ich jetzt schon ausführlich behandelt. Genau, also das waren jetzt die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich bedanke mich bei allen, die die Fragen gestellt haben. Wenn noch welche offen sind, dann schreib das gerne in die Kommentare runter. Und wenn da noch irgendwas offen ist oder du noch eine andere Frage hast, einfach unten rein. Genau, alle Informationen über die Sachen, die ich im Video genannt habe, findest du in der Infobox. Genau, und ansonsten wünsche ich dir einfach alles, alles Liebe. Ich erwähne nochmal den Schnupperkurs, den Selbstliebe-Schnupperkurs. Der ist kostenfrei und ein Geschenk von mir an dich, weil ich einfach möchte, dass die Selbstliebe immer mehr im Leben ist, also im Leben vieler Menschen einfach wächst, weil ich glaube, wenn wir uns selber lieben, dann haben wir ein viel schöneres Miteinander. Ja, und deswegen ist mir das ein Herzensanliegen, das möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und da kommen auch diesen Monat noch viele schöne Videos. Ich habe ein Videoprojekt gemacht über Selbstliebe, da könnt ihr auch schon gespannt drauf sein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video hörst oder siehst. Alles, alles Liebe, und hier erscheinen jetzt noch Videos, die dich vielleicht auch interessieren.